Das Thema Hodenhochstand ist kein alltägliches Thema, ist schon etwas Sonderbares, aber wir alle sind davon betroffen, wir Menschen und eben auch Tiere. Hodenhochstand ist ein Krankheitsbild, von dem letztendlich alle Hunderassen betroffen sind, so auch der Schafpudel. Und über das Schönheitszüchten sind sehr, sehr viele Gendefekte überhaupt in die Rassen gekommen. Und das kann meines Erachtens nicht ein verantwortungsvoller Ansatz für eine gesunde Hundezucht sein. Frau Jennissen-Tibbe züchtet Schafpudel und hat ein gutes Zuchtbuch. Das heißt, sie hat eine Genealogie der Tiere, weiß, welcher von welchem abstammt. Und das ist für eine genetische Untersuchung ein hervorragender Fundus. Und so passen wir da super zusammen. Ich befasse mich schon sehr lange, fast 7 Jahre, damit, irgendjemanden zu finden, der mir behilflich ist, über molekulargenetische Sequenzierung zu vermeiden, dass zwei Zuchtpartner, die dieses Defektgen tragen, da zufällig zusammenkommen. Wir haben hier mit Weida als erste Forschungseinrichtung in Sachsen und als eine der ersten in Deutschland eine neue Sequenziertechnologie eingeführt, die Nanoporensequenzierung. Und die ist jetzt gerade für diese Fragestellung hervorragend geeignet. Es müssen viele, viele Blutproben sequenziert werden, um schlüssig nachzuweisen, wo das Problem lokalisiert ist auf dem Erbgut. Das heißt, wir haben also Blutproben von gesunden und erkrankten Tieren, versuchen also zu finden, was macht den Unterschied im Erbgut aus. Wenn es dann einmal so sein sollte, dass wir dieses Problem wirklich lösen können, dann sehe ich darin auch einen nennenswerten Beitrag zum Tierschutz, weil dadurch deutlich Tierleid vermieden wird. Denn es sind letztendlich eben alle Rassen, selbst Mischlinge, von diesem Gendefekt betroffen. Als Wissenschaftler muss man offen genug sein, sich auf Projekte einzulassen und zuzuhören, wo man erstmal denkt, na, was hat denn das jetzt mit meiner Arbeit zu tun? Als Wirtschaftler, denke ich, muss man sich darauf einlassen, dass Wissenschaft Geld frisst, ohne dass gleich irgendwie was Tolles rauskommt. Ja, und dann, wenn beide noch die Öffentlichkeit mit einschließen, dass also die Öffentlichkeit auch erlebt, dass Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam stark sind und etwas tun, was der Allgemeinheit auch zugute kommt, dann haben alle Seiten gewonnen.